Liebe Familien, während der Ehevorbereitung pflegte ich den Jugendlichen Folgendes zu sagen. Euer erstes Kind ist eure Beziehung selbst. Und diese Beziehung ist der wertvollste Schatz in eurem Leben. Wichtiger als der Arbeitsplatz, als die Karriere, als alles andere. Sogar für eure zukünftigen Kinder tut ihr dann am meisten, wenn ihr dazu beitragt, dass sie in eine friedliche, herzliche, liebevolle Beziehung hineingeboren werden, wo sie sich geborgen und beschützt fühlen. Eine Beziehung ist wie eine edle Pflanze, die man nähren, umsorgen, pflegen muss, sonst welkt sie und geht zugrunde. Und wie muss man dafür Sorge tragen? Wie muss man die Beziehungen pflegen, bereits vom Anfang an, wenn ihr beginnt, einander kennenzulernen und auch durch die verschiedenen Momente einer Ehe hindurch? Jede Familie hat ihren Privatbereich und ihre Eigenheiten. Aber die entwickelt sie am besten, wenn sie eine Familiengemeinschaft findet oder bildet, wo die Familien einander helfen, Gottes Plan zu entdecken und die Schätze, die er jeder einzelnen Familie geschenkt hat. Es ist somit besonders wichtig, dass ihr in einer Gemeinschaft von Familien lebt. Für jene Familien, die eine Gemeinschaft von Familien suchen, könnte die Teilnahme an einem von unserer Diözese organisierten Familienprogramm im Rahmen der Woche der Ehe ein erster Schritt sein. Diese Woche wird in unserer Diözese von 11. bis 19. Februar organisiert. Man kann sich über diese Programme in jeder Pfarrei oder im Diözesanzentrum für Familien erkundigen oder auch auf unserer Webseite. Für jene Familien, die bereits Teil einer Gemeinschaft von Familien sind, gibt es zwei Möglichkeiten, um ihre Beziehungen zu vertiefen. In dieser Woche werden sie Zeit finden, die sie mit der eigenen Familie verbringen werden und so einander qualitätsreiche Zeit schenken. Zweitens könnten sie in der eigenen Familie und auch mit weiteren Familien planen, wie sie anderen Familien helfen können, welche nun die ersten Schritte in Richtung Gemeinschaft tun. Und so, indem sie schenken und helfen, werden sie selbst auch wachsen. Der liebe Gott möge alle Initiativen segnen, damit sie den Familien helfen mögen, Orte der Freude, des Friedens und der Heiligkeit zu werden.